called back, but she hung up. Anything to try to get the one up, run it. Back of my head, the thoughts killing me. I don't have a second to spare, well, not willingly. Way too much effort in people who not feeling me. Equivalent of burning myself with hot spilling tea. I'm talking like Jerry, man, what you gonna do? Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute gibt es mal wieder ein kleines Minicut-Update. Und vorneweg, das Gewicht verhält sich nicht so wirklich, wie es soll. Wir werden das Ganze gleich miteinander besprechen, aber vorher wollte ich euch auf jeden Fall noch mal kurz auf etwas aufmerksam machen. Ihr wisst es hoffentlich, wir werden den krassesten Natural Bodybuilding-Wettkampf der Welt hier in Deutschland veranstalten, und zwar die Evo Classic, inklusive natürlich Meet and Greet mit dem gesamten Evo-Team. Das Ganze wird am 15.10.2022 hier in der Siegerlandhalle in Siegen stattfinden. Das ist circa eine Stunde von Köln entfernt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch unbedingt an, denn wir haben jetzt schon über 500 Athleten, die bei uns starten wollen. Diese Zahl ist knapp 5 Monate vor dem Wettkampf absolut verrückt. Der Teilnehmerrekord müsste irgendwo so bei 300 plus minus Athleten liegen. Und die meisten melden sich eigentlich auch last minute an, also in den letzten 3, 4, 5, 6 Wochen. Wenn wir jetzt die Anmeldungen nicht stoppen würden, dann hätten wir bis zum Wettkampf vielleicht über 1000 Athleten. Und das kannst du natürlich nicht an einem Tag machen. Selbst mit 250 Athleten ist von morgens bis abends praktisch das ganze Programm voll. Wenn ihr also dabei sein wollt, dann meldet euch jetzt direkt am besten an. Jetzt schnell ab auf die Waage. 102,1. Die Löslichkeit vom Evo Way ist einfach Killer, Freunde. Man muss es nicht mehr shaken und es löst sich trotzdem komplett auf. Falls ihr Kaffee mögt, Freunde, dann probiert unbedingt die Kombination aus Evo Way Schoko und Kaffee aus. Einfach zusammenmischen das Ganze, also entweder das in das reinkippen oder das in das. Da ist jetzt nicht genug Platz drin, deswegen trinke ich die Hälfte erstmal davon aus und dann die Hälfte davon und mische das Ganze mal durch. Schmeckt richtig gut zusammen. Schaut mal, Leute, unsere neuen Podcast-Mikrofone sind da. Von der Marke Shure, natürlich keine Werbung. Aber die Dinger sind auf jeden Fall legendary. Denn mit diesem Mikrofon hat, glaube ich, sogar Michael Jackson die meisten seiner Songs aufgezeichnet. Die Quali wird also überragend sein. Außerdem haben wir uns hier noch 2 Mikrofonarme besorgt, damit man das Ganze auch schön hier geschmeidig, gemütlich einstellen kann. Wir haben nämlich einen richtig geilen Podcast für euch vor. Big things are coming. Und für euch natürlich nur die allerbeste Qualität. So, jetzt werden ein paar Steps gesammelt. Ihr wisst es, aktuell im Minicut 15.000 pro Tag. Und als kleinen Tipp kann ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Versucht, wenn ihr auch ein großes Step-Ziel am Tag habt, diese schon recht früh halbwegs reinzubekommen, mindestens die Hälfte. Weil wenn am Ende des Tages noch 15.000 Steps zu gehen sind, dann werdet ihr wahrscheinlich diese 15.000 nicht mehr voll bekommen. Wenn ihr das Ganze aber einteilt, dann ist es super easy. Und gerade wenn es so mega sonnig ist, geht unbedingt mit Sonnenbrille und Cappy raus. Denn ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber ich glaube 2020 in der Prep bin ich immer in der prallen Sonne rumgelaufen, habe auch viel gearbeitet so nebenbei. Und danach war ich immer komplett im Arsch. Und ich dachte mir so, hä, wie kann das sein? Von ein paar Steps, ne? Es lag wahrscheinlich daran, dass mir die Sonne die ganze Zeit auf dem Schädel geschienen ist. Und das ist wiederum wahrscheinlich für den Körper noch anstrengender. Deswegen als Pro-Tipp hier, ne? Falls ihr ein paar Steps geben müsst in dieser prallen Sonne, um dann schön am Beach noch die Form zu retten. Bald ist ja offizieller Sommerstart. Ja? Ich glaube, noch nicht schon? Ganz offiziell. Okay. Wir sind noch, glaube ich, im Frühling. Keine Ahnung. Belästigung hier. Wie läuft's, Junge? Auf mich zu filmen. Deine erste richtige Aufbauphase, so richtig, richtig kontrolliert. Machen wir Formcheck? Wie läuft eigentlich dein Minicut? Gut. Ja? Mhm. Ich hatte heute Lost Weight. Was hast du? Und dann drauf? 67,9. Ui. Und ich würde gerne noch die 66 knacken. Also 2,1 Kilo sind schon mal runter. Ja. Sehr stabil. Mhm. Dafür kriegst du eine Ghetto-Faust. 2 Wochen Lean Bulk. Sieht richtig gut aus, Bro. Ohne Witz. Was meinst du, Leni? Ist ein bisschen leaner geworden oder gar nicht? Auf jeden Fall leaner. Meinst du echt? Mhm. Willkommen zu meinem Brust- und Rückentraining und ich sag's euch, Freunde, das Training läuft aktuell hervorragend. Die erste Übung des Tages, dieser Gym 80 Incline Press, die ultra schwer ist in der gedehnten Position. Die gibt es übrigens auch mit Steckgewichten, aber die ist 1000-mal schwerer. Und da mich immer noch Leute fragen, warum ich nicht so tief gehe, schaut euch mal meinen Oberarm zum Oberkörperwinkel an. Ich komme einfach nicht tiefer. Das ist meine aktive Range und meine Anatomie sagt bis hierhin und nicht weiter. Will ich noch tiefer gehen, müsste ich die Ellbogen näher zum Körper nehmen, aber das wiederum würde andere Brustfasern stärker involvieren und dementsprechend kann ich gar nicht tiefer gehen. Es gibt sogar Leute, die mit einer passenden Brücke und kurzen Unterarm bei dem Oberarm-Oberkörperwinkel, beim Bankdrücken zum Beispiel, schon auf die Brust kommen. Den ersten Satz mache ich just for fun ein wenig schwerer, aktuell bei 3 Platten, das ist für mich am Anfang oder vor ein paar Monaten wäre das unvorstellbar gewesen so, jetzt mittlerweile ein gutes Arbeitsgewicht, danach 2 Sätze
etwas leichter. Generell trainiere ich meine Brust in einem etwas höheren Wiederholungsbereich aktuell. Ihr wisst es, ist ein kleines Experiment, weil man aus diversen Daten weiß, dass die Brust schon bei ca. 70% des One-Rep-Maxes maximal aktiviert wird. Dementsprechend hat man in einem höheren Wiederholungsbereich mehr Reps bei maximaler Faserrekrutierung, also mehr effektives Volumen. Und deswegen trainiere ich meine Brust aktuell in einem etwas höheren Wiederholungsbereich. Danach gab es 3 Sätze hier an dieser Brustpresse, die auch wieder sehr stark auf die gedehnte Position geht. Und die mache ich auch in einem etwas höheren Wiederholungsbereich. Also ich meine jetzt damit nicht 20 Wiederholungen plus, sondern über 10. Das ist so ganz grob mein Rep-Target. Also Bankdrücken und Co. mache ich aktuell gar nicht. Ne, nur Maschinen für die Brust und ich bilde mir ein, dass meine Brust auf jeden Fall gewachsen ist. Also so gut war meine Brust definitiv noch nie. Aber ja, wir werden es sehen, wenn ich wieder ein bisschen leaner bin, was wirklich unter der Fettschicht steckt. Am Ende des Tages zählt für mich sowieso nur meine Bühnenform. Aber ich meine definitiv nicht so viel, ich sag mal, Struktur in der Brust gehabt zu haben bei so einem hohen Körpergewicht. Und das wiederum ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und im Vergleich zu den Kraftwerten, die ich vor 2-3 Monaten hatte, kann man mich jetzt auch nicht mehr groß vergleichen. Also ich bin deutlich stärker als damals. Danach gab es 2 Sätze an dieser Latt-Abreißermaschine, die oft als, ich sag mal, High Row für den Trapez angesehen wird. Aber wenn man sich anschaut, von wo das Gewicht, wollte ich gerade sagen, aber von wo die Maschine ansetzt, also praktisch von einem Latzug aus, dann wird man auch verstehen, dass man sehr, sehr stark den Teres Major und auch gewisse Teile des Lats damit sehr gut treffen kann. Ich versuche einfach nur die Distanz zwischen meinem Ellbogen und dem Lat praktisch zu schließen, ja, zu verkürzen und dementsprechend den Lat richtig gut, ja, zu belasten. Und der Muskelkater, gerade im Teres Major, im Bereich des oberen Lats, sage ich mal, ist einfach nur heftig. Ich bin da auch sehr viel stärker geworden als zu Beginn. Bin auf dem Weg, 4 Platten zu bewegen und jeder, der die Maschine kennt, der weiß, Alter, 4 Platten ist schon richtig heavy. Danach gab es 2 Sätze Brother Bros. Aktuell habe ich mein Rückentraining wieder ein bisschen Richtung Lat geschoben. Ich hatte ja vorher immer T-Bar Rows als erste Übung praktisch. Jetzt habe ich sie in die Mitte des Trainings verschoben, um einfach, ja, den Fokus wieder ein bisschen mehr auf das Lat-Training zu legen. Und ja, Freunde, obwohl ich so viele Maschinen hier habe, ist diese Übung immer noch wahrscheinlich meine Lieblings-Lat-Übung. Also ich weiß nicht, welche Übung ich dauerhaft mehr gefeiert habe als diese Übung. Denn man hat immer mal wieder Bewegungen, die man richtig feiert. Aber nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten denkt man sich, ja, die ist schon nice, aber ich könnte wieder was anderes machen. Aber diese Bros, die sind halt irgendwie immer mit drin, egal wo ich bin, egal wie ich trainiere. Ich liebe diese Übung einfach. Danach gab es 2 Sätze Flies für die mittleren Brustfasern. Deswegen bin ich praktisch, ja, man sieht es glaube ich gar nicht hier, aber ich sitze mit dem Hintern hinterm Sitz, sodass ich, hier kann man es glaube ich erkennen, sodass ich meine Brücke so ein bisschen neutralisieren kann, um am Ende des Tages die Last in Linie zu den mittleren Fasern zu bringen. Das ist mein Ziel. Danach gab es 2 Sätze T-Bar Rows. Wie gesagt, die sind jetzt ein bisschen später dran und generell habe ich im Rückentraining zumindest eine sehr hohe Übungsauswahl oder Übungsanzahl und dafür nicht so viel Volumen pro Satz. Das liegt einfach daran, dass ich zu viele gute Optionen habe und auf keine Option irgendwie verzichten will. Und deswegen habe ich mir mein Volumen so ein bisschen aufgeteilt und mache einfach mehr Übungen. Beides ist natürlich möglich. Generell gilt, je komplizierter die Übungen sind, die du ausführst, desto weniger solltest du davon machen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Kniebeuge mit drin hast, ein Satz ist wahrscheinlich pro Woche oder pro Einheit nicht so optimal, weil die Technik, solange sie jetzt nicht sehr, sehr gut ist bei dir, da jetzt nicht großartig ausgebaut werden kann. Aber ein Satz jetzt Hammer Curls oder so pro Woche, das ist gar kein Problem, weil da gehört keine Technik dazu, da musst du einfach nur den Arm beugen. Deswegen hängt es auch sehr, sehr stark davon ab, welche Übungen du machst. Danach gab es 2 Sätze sehr breite Latzüge für den Teres Major. Also man kann hier praktisch sehr, sehr gut in Linie, in Faserrichtung des Teres Majors arbeiten. Und danach gab es, oder dazwischen gab es Flies von unten nach oben für die obere Brust. Und ja, Freunde, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin super, super happy mit dem Training aktuell. Ich habe mich letztens nur ganz leicht am unteren Rücken verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was es war, aber es ist jetzt schon eigentlich deutlich besser. Und das ist immer so die Gefahr, wenn du in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Leistungszuwachs erfährst, dann kann es durchaus passieren,
dass du dich hier und da verletzen könntest und deswegen solltest du noch stärker auf deine Technik achten, wenn es verdammt gut läuft. Zwei Sätze parallel Latzüge, beziehungsweise in dem Fall Klimmzüge, gab es auch. Also insgesamt 10 Sätze für den Rücken, 10 Sätze für die Brust. Und dieses Training, meine Freunde, gibt mir original 3 Tage Muskelkater, exakt bis zur nächsten Einheit. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass das Gewicht sich aktuell nicht so ganz verhält, wie es sich eigentlich verhalten sollte. Ich hätte nämlich gedacht, dass ich am Anfang einen deutlich größeren Drop verzeichnen würde. Gerade wenn du so ein Peak-Gewicht hast und dann in die Diät gehst, verlierst du eigentlich ziemlich schnell 1-2 Kilo. Und das war eben bei mir nicht der Fall, also eventuell war ich doch schwerer als diese 104,3. Oder ich baue gerade ein bisschen Muskeln parallel auf, weil das Training läuft wirklich brutal. Generell gilt natürlich, je größer die Differenz zwischen deinen Aufbaukalorien und deinen Diätkalorien, desto stärker wird dieser initiale Drop ausfallen. Vielleicht kommt der Drop ja noch, denn jeder kennt diesen Wusch-Effekt, wo das Gewicht eigentlich über mehrere Tage konstant bleibt und dann plötzlich ein richtig fetter Drop erfolgt. Gewichtsabnahme kann nämlich auch in Etappen erfolgen und das Wichtigste ist dann, einfach dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich mache mir aber keine Sorgen, 4 bis 5 Kilo wollte ich in diesem Minicut abnehmen und dafür habe ich ziemlich genau noch 2 Wochen, also irgendwie unter die 100 Kilo kommen, das wäre sehr, sehr nice. Kreatin kann zum Beispiel auch ein Faktor sein, viele Leute nehmen es nicht regelmäßig, wenn sie aber diäten, machen sie alles richtig, nehmen es tagtäglich und dann hat man eventuell ein wenig mehr Wassereinlagerungen in der Muskulatur und dadurch kann der Diäterfolg so ein bisschen, der Gewichtsverlust so ein bisschen kaschiert werden. Ich halte euch wie immer natürlich auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.